Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal wieder meine Flop-Produkte an, Dinge, die ich aussortiert habe. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Es ist mal wieder relativ viel geworden, weil ich hier auch ein bisschen aufgeräumt habe. Wow. Und auch ein bisschen kritischer an manche Dinge herangegangen bin. Ich teste mich ja sowieso immer durch meine Make-up-Sammlung, habe hier auch immer wieder, dass ich euch neue Produkte vorstelle, aber nicht jedes Produkt schafft es auch wirklich, einen Platz in meiner Sammlung zu erhalten. Ja, und here we are. Die Produkte wandern weiter. Die bleiben nicht hier bei mir. Also ich drehe das Video auch weit im Voraus. Wir haben jetzt heute den, was ist das denn hier, Sammy? 3. Juli, genau. Das heißt, wenn ihr das Video seht, sind die Produkte sehr wahrscheinlich auch gar nicht mehr bei mir. Die gehen weiter an Kanalmitglieder, also zum Beispiel an die Ehrenbürger und Ratsmitglieder, denn da haben die halt die Möglichkeit, auf meine Krabbelkiste zuzugreifen. Außerdem an meine Trashy-Mädels. Dann habe ich hier noch ein weiteres Trash-Paket und noch ein Trash-Paket am Laufen an Familie und Freunde und es wird auch immer ein großer Teil der Produkte gespendet. Also deswegen sind die Produkte, wie gesagt, nicht mehr hier. Ihr könnt aber super gerne euch unter diesem Video in den Kommentaren suchen und finden und selber irgendwelche Trash-Paket-Runden gründen oder so. Ich weiß, dass es immer sehr, sehr beliebt ist, dass es tatsächlich auch unter diesen Videos gemacht wird. Deswegen gerne mal unten einen Blick in die Kommentare werfen oder selber einen Kommentar verfassen, falls ihr selber ein Trash-Paket gründen möchtet. So, dekorative Kosmetik und Pflege sind hier mit am Start. Und ich starte mit dem ersten Produkt. Das ist hier von Jaxx Beauty Line, die Brush Soap. Die ist per se nicht schlecht, aber das, was ich aktuell verwende oder schon halt seit sehr, sehr langer Zeit verwende, finde ich einfach besser. Ich habe ja die Pinselseife von Da Vinci, die ich mir immer bei Amazon kaufe. Und das funktioniert wirklich easy peasy. Das macht richtig Spaß. Meine Pinsel werden gut damit gepflegt und gereinigt. Und ne, das ist wirklich toll. Das hier ist ein bisschen umständlich, weil das muss ich mir extra in ein Pöttchen machen. Dann muss ich das auf den Pinsel und ich finde es umständlich. Ich habe das jetzt eine Woche in Anwendung gehabt und habe einfach entschieden, dass ich das jetzt nicht mehr brauche und deswegen wird das aussortiert. Dann habe ich hier ein Produkt aus einer Limited Edition von Rival de Loop, Cosmical Mood, der Blush Stick, der mir einfach schlichtweg zu hell ist. Und dass ich das mal sage, Leute, das ist echt krass, denn ich habe ja sonst wirklich, also, ne, ich bin ja wirklich sehr, sehr hell vom Teint her und deswegen, ja, ist das einfach leider nichts für mich, der ist einfach zu hell, das ist verrückt. Dann habe ich hier einen Lash Conditioner, den habe ich selber nie verwendet, den habe ich einfach jetzt in meiner Muss-ich-noch-ausprobieren-Kiste gehabt, nicht Aussortiert-Kiste, das wäre es ja noch. Das ist die Aussortiert-Kiste, genau. Und ich habe einfach für mich entschieden, dass ich keinen Lash Primer verwende. Und deswegen wird hier von Maybelline der Lash Sensational Sky High Tinted Primer aussortiert, weil ich mir einfach denke, ich kann genauso gut einfach noch eine weitere Schicht Mascara verwenden. Das funktioniert bei mir einfach am besten. Und da jetzt irgendwie Mascara Primer aufzutragen, macht das Ganze irgendwie ganz schön verrückt. Deswegen kann ich das auf jeden Fall auch weitergeben an Fremde, weil ich das ja nicht im Auge ausprobiert habe. Dann habe ich hier von Jouer eine Blush-Palette. Ich habe tatsächlich eine ähnliche Blush-Palette behalten davon. Und die hier darf jetzt weiter wandern, weil sie einfach ja, von den Farben mich nicht so angesprochen hat wie die andere von Jouer, die ich jetzt behalten habe. Die hier hat eher kühlere Töne und ja, also theoretisch, der hier ist sehr, sehr kräftig, der ist sehr zurückhaltend, beide kombiniert sind wirklich wunderschön, aber ich habe wirklich schon einige Blushes in der Farbe, aber das ist schon hübsch, ne? Kann man nicht anders sagen. Dann habe ich hier von XX Revolution, also ich habe sehr viele Blushes aussortiert, einen Fickel aussortiert, der heißt tatsächlich so und den mag ich einfach nicht auf meinen Wangen, der ist mir zu dunkel und der Schimmer, der da drin ist, ist irgendwie auch zu glitzernd, also ich persönlich mag den nicht so gerne, deswegen, ja, ist halt mein so. Dann habe ich hier auch noch einen Blush. Ich weiß nicht, ob ich den Schimmer geswatcht habe. Ich habe ihn auf jeden Fall nicht wirklich in meinem Gesicht angewendet. Von Clinique, der 15 Pansy Pop Cheek Pop. Und das ist halt so ein lila Ton. Der ist einfach nicht meine Farbe. Kann ich nicht anders sagen. Ne? Ich habe auch ein paar von diesen Cheek Pops noch, aber der ist nicht so meins. Dieses hier habe ich heute das letzte Mal verwendet. So aus der Entfernung und auch in der Kamera sieht das super aus. Wenn ich aber irgendwie draußen so in der Sonne stehe, sehe ich aus wie der glitzernde Vampir. Und das möchte ich nicht. Das ist von MAC, das Lightscape Mineralize Skin Finish. Ja, ein Finishing Powder. Ist ja so ein bisschen wie das von Love, aber dieses hier hat wirklich mehr Schimmer drin. Also ich persönlich mag das leider nicht ganz so gerne und das hatte ich jetzt wirklich schon eine Weile ausgetestet, dass ich halt wirklich mir überlegt habe, möchte ich das behalten oder nicht, weil das war gar nicht so günstig, als ich das gekauft hatte. Von Rare Beauty habe ich hier etwas. Das ist ein Liquid Highlighter.
Den werde ich niemals im Leben leer kriegen, glaube ich, ne? Enlighten, 15 Milliliter. Und ja, also mir persönlich, ich mag den nicht so gerne. Also ich habe andere, die ich lieber verwende und schöner finde. Das hier ist leider nicht so meins. Der ist halt sehr, sehr intensiv und ich mag das einfach nicht so gerne. Ja, irgendwie habe ich von Rare Beauty sehr viel getestet, aber auch dann letztendlich sehr viel aussortiert, ne? Das ist ziemlich verrückt. Einen Lippenstift von L'Oreal habe ich auch hier. Das ist in der Farbe 303 Rose Tendre. Dieser hier, die riechen ja immer sehr, sehr angenehm. Und ich habe eine Freundin, wo ich glaube, dass sie den toll finden wird. Ja, der riecht halt großartig, ne? Es ist so, ich habe den, glaube ich, auch nur einmal kurz geswatcht oder so, als ich den Adventskalender ausgepackt habe. Trotzdem ist das jetzt nichts, was ich irgendwie verlosen könnte oder so. Aber meine Freundin Marie mag halt gerne so roséfarbene oder rosafarbene Lippenprodukte. Deswegen lege ich den mal für sie zur Seite. Vielleicht findet ihr den ja ganz cool. Ja, das hier ist jetzt ein Ding, das habe ich mal geschenkt gekriegt. Finde ich extrem schön. Das ist ein Eyeliner. Ein wirklich schönes Produkt. Also von der Optik her, ne? Wie sehr kann man packagingmäßig was raushauen? Das ist echt schön mit diesen Perlen und den Glitzis und so. Aber leider ist das Produkt, was da drin ist, nicht so. Upsala, falsche Richtung, Claudi. Das tat schon weh. Gestern habe ich mir auch meinen Finger aufgeschnitten. Ja, ist einmal dieser hier und mir persönlich, ja, ist der einfach nicht, das funktioniert einfach nicht gut genug auf meinem Auge. Es ist blau, es ist eigentlich ganz schön, aber wie gesagt, bei mir halt zu wenig. Dann habe ich hier, was nehme ich das hier? Von Love habe ich mir das auch mal gekauft. Mein Finger tut gerade echt weh. Da kannst du dein Schwämmchen drin aufbewahren und das auf Reisen mitnehmen. Ist in der Theorie ja ganz toll, aber in der Praxis finde ich das einfach zu groß. Ne, also da schmeiße ich mein Schwämmchen einfach so in meine Tasche mit rein, in meine Kosmetiktasche und dann passt das schon. Also für mich ist es einfach ein Produkt, was ich so nicht verwende. Von Fenty Beauty habe ich hier den Metal Moon Killer Watt Highlighter, der mir einfach zu... Also das ist irgendwie nur Glitzer. Und gleichzeitig ist er irgendwie zu hell. Es ist ganz verrückt. Das ist irgendwie... Ich will ja eigentlich nicht swatchen in diesen Videos, ne? Aber auf meinem Gesicht wirkt der einfach nicht schön. Ich weiß nicht warum. Ne? Also ich mache den so drauf und das, was ich hier habe, ist einfach nur Glitzer. Das ist ganz, ganz, ganz komisch. Ist nicht meine Welt. Ja, ebenfalls nicht ganz so meine Welt ist der hier von Huda Beauty in der Farbe Negligé Sparkling Lip Balm. Ich dachte, ich würde den feiern, aber ja, optisch definitiv, ne? Wunderschön. Oh mein Gott, da geht die Glitzerparty hart ab und beautiful und so weiter und so fort. Aber auf den Lippen ist es halt echt nicht schön, muss ich sagen. Kann ich ja auch mal swatchen. Das ist halt einfach nur ein Lip Balm, der dann random ab und an mal vielleicht ein bisschen Glitzerpartikel abgeben, ne? Und dafür ist mir das einfach nicht. Dafür wenn ich lieber Lippenpflegestift oder Lippenöle, die halt auch wirklich einen wirklich pflegenden Effekt haben. Das ist halt eher so ein Spaß. Ist süß, aber ist okay. Dann habe ich hier von Dominique Cosmetics den Cream Blush in der Farbe Soft Pink. Das ist dieser hier. Ich weiß nicht, irgendwie spricht er mich nicht ganz so an. Fragt mich nicht warum. Deswegen ist er jetzt aussortiert worden. Ich bin halt, wie gesagt, sehr kritisch an meine Sammlung rangegangen und dann habe ich halt auch kritisch aussortiert und war dann halt auch etwas zackiger. Dann habe ich hier allerhand von diesen Tuschfarben. Die sind ja in Kooperation von Love und Tusch rausgebracht worden und die hatten wir auch mal in einem Adventskalender. Die Farbe Gold, Green, Roset oder Roset und Pink, ne? Die habe ich, glaube ich, nie verwendet, weil ich mich nie getraut habe. Und ja, die sind auch noch original verschlossen. Die werden dann auf jeden Fall weiter wandern, denn da wird es sicherlich jemanden geben, der das cool findet, der das gerne verwenden wird. Es macht einfach keinen Sinn, wenn ich die einfach hier rumliegen habe und nicht verwende. Kannst du bestimmt auch super irgendwie als Lidschattenbase oder als Cut-Crease oder sowas nehmen, aber da bin ich halt super mit meinem NYX Glitter Glue und so zufrieden. Ja, hab da jetzt schon ewig nicht zugegriffen, dann werde ich da jetzt auch nicht mehr zugreifen. Von Sephora habe ich hier auch einen Blush aussortiert, den ich einfach sehr langweilig finde. Shame on You, das passt. Er lag lange rum und wurde nicht verwendet. Auch der einmal geswatcht, glaube ich. Und jetzt, ja, ist halt auch irgendwie eine schöne Farbe. Aber es ist nicht so, als hätte ich diese Farbe nicht schon zigtausendmal da, ne? Dann von Tarte habe ich hier selber mir mal Attrashed, glaube ich, in der Farbe Flair. Dieser hier. Schatz, sie hat Hunger. Hä? Ach, dann ist er wohl wieder da. Okay. Der ist mir einfach zu dunkel. Ja, deswegen ist der jetzt einfach mal aussortiert und ich mag das einfach in einer anderen Farbe lieber. Ich habe andere Blushes von Tarte, die ich gut finde. Dann habe ich hier zwei, die
waren jetzt Ewigkeiten in meiner Sammlung, die werden wohl im Müll wandern. Ich schmeiße eigentlich nichts weg, ne? Aber das hier ist halt schwierig, weil das ist ein Liquid Eyeshadow jeweils. Habe ich immer wieder gerne als Lidschatten Base verwendet. Einmal von Wunder 2, Prime and Behold und einmal von Model Co. Das ist halt auch so ein Liquid Metal Gedönsen gewesen. Alle beide eigentlich auch so holographisch. Aber ich habe das dann lieber, dass ich mir irgendwas drauf mache, wo ich dann halt meinen Lidschatten drauf aufbaue. Oder eben zum Beispiel von Denisa Myrix, die Chrome Flames, Flakes oder Twin Flames oder sonst irgendwas. Das finde ich halt aufregender, ne? Jo, dann habe ich hier einen Mono aussortiert. Den habe ich auch mal geschenkt gekriegt. Habe den auch geswatcht, habe den auch auf dem Auge getragen. Ist nicht meine Farbe von MAC. Explosive Chemistry ist die Farbe hier. Ne? Und ja, es ist halt ein Schimmerton, den müsste man halt wirklich komplett aufs Lid auftragen. Der ist super schön pigmentiert und so weiter, aber halt nicht mein Farbton. Deswegen, nö. Dann habe ich hier von Malu Wills ein Bronzer, müsste das sein. Das Bronzing Powder, sanfter Bräunungspuder für einen sonnengeküssten Ton. Hat Schimmer drin, was ich persönlich nicht ganz so mag. Und es ist halt eine Bratpfanne, würde ich nie im Leben aufbrauchen. Und der ist mir zu warm. Also viele verschiedene Sachen, die dagegen sprechen, ihn weiter zu verwenden. Ein Eyeliner habe ich aussortiert von Riva Loves Me Pastel Breeze, der Gel Eyeliner. Den habe ich ab und an mal verwendet. Greife ich aber so auch nicht mehr zu, ne? Also wirklich sehr wenig verwendet, vielleicht zweimal. Ja, nee. Also das, nee. Ist aus einer Limited Edition gewesen. Und der darf jetzt gehen. Meine Güte, Anastasia Beverly Hills habe ich hier. Ein Blush-Trio, Berry Adore ist hier die Farbbezeichnung. Also Trio sagt es ja schon, drei verschiedene Blushes, alle zu dunkel. Ja, genau, deswegen muss der auch mich verlassen. Dann habe ich hier noch ein scharfes Produkt von Tarte, was aber tatsächlich eher so von der Umverpackung her schön aussieht. Das habe ich mir, glaube ich, von Marion Mal-Air-Trash Rainforest of the Sea, die Eyeshadow-Palette. Ja, aber von innen ist die halt echt öde. Ne? Ja, die ist halt wirklich nur von außen ganz hübsch, aber von innen ist das nicht so meine Welt. Deswegen, nee, ich habe halt genug Nude-Paletten. Dann habe ich hier ein Schwämmchen aussortiert, das habe ich, glaube ich, nie verwendet. Da sind einfach nur Fussel vom Waschen dran. Von Luvia ist das dieses hier. Das ist einfach zu grob und zu, ich weiß nicht, da ist halt Schimmer mit dran. Und deswegen soll das irgendwie toll sein, aber leider finde ich das gar nicht toll, weil das irgendwie nicht so angenehm auf der Haut ist und sich dementsprechend die Foundation und so weiter nicht so smooth ausblenden lässt. Ne? Ja, dann habe ich hier einen Blush heute auch drauf. Seht ihr hier, der ist sehr, sehr schimmernd von Makeup Factory. Ein Blusher 255, ist glaube ich auch ein recht altes Schätzelein. Ne? Ist, ja, mir persönlich einfach zu dunkel. Also ich bin da nur ganz vorsichtig reingedippt, hab mir den aufgetragen. Ne? Das sieht so in der Kamera jetzt auch wirklich gut aus, aber nee. Ich fand den echt schwierig in der Anwendung und hatte meine Probleme. Dann hatte ich das hier in der Rossmann Schön für mich Box, wo ich dachte, mega cool. Ja, ist auch kühlend, aber leider auch sehr, sehr klebrig. Das Body Spray mit Aloe Vera, intensive Feuchtigkeit. Ja, 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 definitiv, aber es klebt. Und ich sitze hier halt am Schreibtisch, also an diesem Tisch hier, ne? Meine Beine berühren sich und ich verwende das ja, wenn ich wirklich dann Nucky Bunnies habe, also quasi im Sommer. Und das, ich fühle mich tatsächlich Klebstoff auf den Beinen, das muss dann auch nicht sein. Sun-Kissed Rose Quartz Blusher Infused with Minerals, es war auch mal in irgendeiner Box mit drin, spricht mich einfach nicht so an, muss ich ganz ehrlich sagen. Da habe ich halt Blushes in meinem Sortiment, die ich einfach lieber verwende, ne? Ja, das sind matte Blushes, ist alles soweit so gut. Dann habe ich hier von Becca, ist glaube ich auch ein Blush-Trio, ja, Blushed with Light, Blush-Trio-Palette. Becca gibt es leider nicht mehr, deswegen ist es schon eine ziemliche Rarität und ja, das schaut einmal so aus. Aber auch hier habe ich wirklich Blushes, zu denen ich deutlich lieber greifen würde. Und ich finde, dieser Ton in der Mitte ist halt überhaupt nicht meins. Der ist mir zu hell. Den habe ich halt einfach schon 5 Milliarden Mal da. Deswegen braucht die auch nicht bei mir bleiben, aus nostalgischen Gründen. Von L'Oreal habe ich ja ein Puder drin, was mir einfach zu trocken auf der Haut ist. Das ist das Age Perfect in der Farbe Golden Sand. Okay. Ich habe es jetzt einfach so verwendet. Ich bin jetzt ja nicht unbedingt Golden Sand vom Ton her, fand es aber einfach zu trocken. Ne? Deswegen wird es jetzt hier auch wandern. Dann habe ich hier, was ist das? Ein Blush, Feel Glamour von Bella Oggi. Das ist dieser hier, der ist mir zu dunkel. Berry Pink ist die Farbe. Den habe ich nicht einmal verwendet, ich bin ehrlich. Und es tut mir auch leid. Ich glaube, den habe ich von Nicole Nina Wien bekommen. Aber der ist mir einfach... Ich habe da Angst vor.
Nee, das bin ich halt auch nicht, ne? Ich bin nicht so ein Ultra-Blush-Mädchen. Das ist nicht so meine Welt. Dann habe ich von Milk hier einen Highlighter-Stick, der, glaube ich, auch relativ neu sein müsste. Holo irgendwas. Habe ich scheinbar abgemacht. Holo. Ich sehe nur noch Holo. Ja, das ist dieser hier. Den hatten wir, glaube ich, mal in einem Sephora-Adventskalender drin. Aber ihr seht, ne? Ja, und holographische Highlighter sind halt echt nicht meine Welt. Dann habe ich von Real Her das Bronx Beauty Power Wear Bronzer Produkt am Start. Das ist auch in der Box gewesen. Also, es sieht süß aus, aber es ist halt schon wieder mit Schimmer, ne? Ja, nee. Also, das wäre tatsächlich ein Bronzer gewesen, wo ich gesagt hätte, den könnte ich vielleicht von der Größe echt mal aufbrauchen mit 2,5 Gramm. Aber Bronzer mit Schimmer ist echt nicht meine Welt. Es gibt viele, die das toll finden. Ich gehöre da nicht zu, deswegen, ja, da wird sich jemand sicherlich drüber freuen. Dann habe ich hier von Belle Hypoallergenic die Tinted Mascara. Das ist aber für die Augenbrauen eigentlich gedacht. Ja, Eyebrow Mascara. In der Farbe 02 Medium, das bin ich nicht, also das ist mir zu dunkel. Dann habe ich hier aus einer Limited Edition von Rival de Loop Cosmical Mood ein Multi-Use Highlighting Öl. Alto Belly, das ist halt nur grobes Glitzer, ne? Für eine Festivalsaison definitiv gut geeignet. Für mich einfach nichts. Nee, also das bin ich halt einfach nicht. Dann habe ich hier eine Tint Perfection Wimpernserum Balea Sache, habe ich verwendet. Am 18.03. habe ich das angefangen zu verwenden. Habe das auch wirklich eine Weile verwendet. Auf den Wimpern hat es gar nichts gemacht, auf den Augenbrauen ebenso wenig. Das wird jetzt halt auch einfach entsorgt, weil das halt auch dann sehr, sehr nah dort verwendet worden ist, wo man nicht möchte, dass es weitergegeben wird. Eine XX Revolution Soap Sticks Geschichte, also quasi eine Augenbrauenseife mit niedlichen Pinselchen. Nie verwendet, glaube ich, ne? Doch, schon. Aber nicht mit dem Spoolie. Okay, nee, ist nicht meine Welt. Also Augenbrauenseifen ist sowieso immer schwierig. Das ist bei mir sehr, sehr krass Hit or Miss. Und ja, ich muss es halt wirklich großartig finden, weil ich dafür ja meine Schminkroutine ja auch ein bisschen umstelle, weil das verwendest du ja im Prinzip, bevor du deine Base machst und so. Und ich finde das halt alles sehr, sehr... Schreibt mir das mal gerne in die Kommentare. Verwendet ihr Augenbrauenseifen? Ich finde, das ist eine schwierige Sache. Dann habe ich von Bella Pierre Cosmetics die Blushing Palette aussortiert. Die war mal irgendwann im... Parfüm Dreams Adventskalender, glaube ich, drin. Ja, da habe ich auf jeden Fall eine von Luna Beauty, die ich deutlich schöner finde, wo ich auch sehr, sehr häufig zu greife. Das hier ist vielleicht die beiden Töne etwas für mich, ne? Die anderen sind schon zu dunkel. Der Peach-Ton könnte auch noch was sein, aber die obere Reihe schon nicht. Und wenn dann schon mindestens die Hälfte der Farben nichts für einen ist, dann sollte man sich gegebenenfalls auch mal trennen. Genauso wie ich mich auch von dieser Bodylotion getrennt habe. Wanders Lotion für empfindliche Haut. Als würde mir die Haut abfallen, ganz ehrlich, weil das so gekrümelt hat. Das hat mich echt genervt. Und ich weiß, dass Eincreme jetzt nicht für jeden so immer das Coolste auf der Welt ist. Und dann ist bei mir ja ähnlich, ne? Und wenn ich da aber etwas habe, was krümelt, was keinen Spaß macht, wo es schwer ist, das Produkt einzuarbeiten, dann greift man da irgendwie nicht mehr so gerne zu und dann hat man auch nicht mehr jeden Abend Bock, sich einzucremen. Und das ist halt genau das, was ich vermeiden möchte. Die hier zieht auf jeden Fall weiter. Vielleicht ist es halt irgendwie, dass es mit meiner Haut zusammenhängt. Keine Ahnung, vielleicht krümelt die bei irgendwem nicht. Also ich fand die jetzt nicht so bombastisch. Dann habe ich von Bare Minerals die Original Liquid Mineral Foundation mit Lichtschutzfaktor 20 hier. Ist in der Farbe Fair Ivory 02. Ist mir zu dunkel. Ich sehe aus wie ein Simpson damit. Und ich finde auch, dass sie nicht so gut auf meiner Haut sitzt. Also bei mir funktioniert die leider nicht so gut. Obwohl ich das großartig finde, dass man es hochdreht, rauspumpen kann und Spaß hat. Aber nein, Claudi, trenne dich auch mal von solchen Sachen. Dann habe ich hier von Got2b Clock Block. Das ist für ein mattes Finish. Nicht ganz so meine Welt, so gar nicht. Und deswegen darf dieses Fixing Spray weiterziehen. Ich mag die Applikation richtig gerne. Also das ist halt wie so eine Deo-Flasche aufs Gesicht gesprüht wird, fand ich total super. Aber halt vom Finish ist es nicht ganz so meins und ja, ich finde es dann doch eher austrocknend, was bei meiner trockenen Haut nicht ganz so sinnvoll ist. Genauso austrocknend finde ich persönlich diesen L'Oreal Color Rich Lip Liner. Der ist in welcher Farbe? 124. S'il vous plaît, genau. A, zu dunkel. Mir stehen halt so richtig krass dunkle Farben irgendwie gar nicht. Und zum anderen finde ich den halt sehr trocken, sehr holzig. Ich habe da nicht so meine Freude mit, deswegen wird der weiter wandern. Von Jouer habe ich ein weiteres Produkt hier. Da hatten wir ja eben schon was.
Das ist ein viel zu dunkler Highlighter. PH Skinny Dip in der Farbe Skinny Dip. Ist der nicht süß? Also man kriegt da wirklich Muttergefühle, wenn man dieses kleine Schätzelein hier in den Händen hält. Aber von der Farbe her nicht. Weil so dunkel bin ich tatsächlich nicht. Also ich sehe da halt wirklich einen Streifen in meinem Gesicht, wenn ich den verwende. Nö. Dann habe ich hier ein Deo von Wild, was nicht weiter wandern wird, weil sowas weiterzugeben, finde ich persönlich schwierig. Es ist ein Deo, ich mag gerne die Wild Deos, keine Frage, ne? Die zum Hochdrehen und so weiter. Aber diese kleinen Größen davon finde ich wirklich doof. Das ist mit Jasmin und Mandarinenblüte, was sehr, sehr gut duftet. Tatsächlich habe ich gerne abends auch verwendet. Jo. Aber man sieht es hier schon direkt. Das ist halt locker wie sonst was hier drin. Genau, fällt hier schon wieder runter. Man muss immer den Finger drunter haben und das dann auftragen und dann hast du nur so eine kleine Fläche. Macht mich wahnsinnig. Und ich möchte auch da, dass es einfach funktioniert und auch meine Freude damit haben. Schatz, sie hat richtig Hunger. Ja, ja, der weiß, dass ich eigentlich ein Video drehe. Das ist echt ein Typ, ne? Ich mache ja schon hinne. Ich habe hier noch einen weiteren Lash Primer von Maybelline, den Lash Sensational. Den habe ich, glaube ich, einmal verwendet oder so. Ich weiß gar nicht, ob ich den verwendet habe. Oh, das ist immer so schwierig. Der riecht auf jeden Fall noch vollkommen normal und gut, ne? Ich weiß, dass da auch ziemlich viele drauf abfahren. Aber auch hier die Sache, ich verwende einfach lieber eine weitere Schicht Mascara. Ganz einfach. Dann habe ich von Fenty hier ein Lippi drin in der Farbe Griselda, Mademoiselle. Ja, es ist einfach zu dunkel für mich leider. Und deswegen darf der mich verlassen. Habe ich auch einfach vielleicht zweimal verwendet, ne? Nicht ganz so meine Welt. Dann habe ich hier eine Urban Decay Primer Potion in der Mini-Größe, die ich weitergeben werde. Die habe ich, glaube ich, auch nie verwendet. Ich habe die in der Originalgröße noch in Anwendung und bis die leer ist, vergehen sehr viele Monde, deswegen ja, wird das hier jetzt weiter wandern. Ne? Das ist auch einfach in so einem kleinen Mini-Tübchen. Hatte ich mit dabei, als ich irgendeine Palette mal gekauft habe. Dann habe ich hier, oh ja, Barbour, Dr. Barbour Protect Protecting Balm Lichtschutzfaktor 50. War in einer Box drin, da haben mich auch viele gefragt, wie ich den so finde und haben gesagt, ich freue mich drauf, wenn du den mal ausprobierst. Vielleicht, weil denen genau das gleiche wie mir passiert ist. Das Ding, das krümelt wie Sau. Ne, voll blöd, hat mir gar nicht gefallen und du kriegst auch hier nicht wirklich viel raus und um da die entsprechende Menge... Sammy, was machst du da? Du sollst dich deinen Fuß aufessen. Den brauchst du noch. Ne? Um da eine adäquate Menge aufs Gesicht zu bekommen, um wirklich den Lichtschutz zu bekommen, pumpst du dir echt einen Wolf. Also, nee. Also für mich persönlich ist das nichts. Hat nicht funktioniert bei mir. Ein Cream Blush von Make-up Obsession habe ich hier auch noch mit am Start. Cheek and Lip Duo kannst du auch für die Lippen verwenden, aber so ein Riesending über die Lippen ist so eine Sache für sich. Habe ich in der Farbe Just My Type. Ne, der ist auch gekippt. Den kann ich auch nicht weitergeben. Also der ist ja auch schon sehr intens. Ne? Da habe ich, wie gesagt, andere, die ich lieber mag. Dann habe ich hier, oh mein Gott, der ist mir viel zu intensiv, auch wieder Rare Beauty, ein in der Farbe Lucky. Ist das ein Cream Blush? Ja, Cream Blush, nein, Liquid Blush? Liquid Blush. Der wird weiter wandern. Also irgendwer freut sich da bestimmt über so einen Knatsch Pink im Gesicht, aber ich definitiv nicht. Ja, ist hübsch mit Füßchen, riecht auch nach nichts nach wie vor, also der ist auch gut und alles, ne? Ich mag aber leider nicht so mega intensive Sachen. Das ist halt einfach nichts für mich. Dann habe ich hier eine kleine Mini-Mascara, die dann an Freunde und Familie weitergeben wird, denn ich habe sie verwendet. Die Catrice Glam & Doyle Mini-Mascara aus der Limited Edition, die leider gar nichts bei mir macht. Also da habe ich persönlich keine Freude mit. Achso, da stelle ich dann auch diesen Primer mal mit zu. Weil, wie gesagt, da weiß ich nicht genau, ob ich den jetzt schon mal verwendet habe oder nicht. Dann habe ich hier auch einen Puder schweren Herzens aussortiert. Aber ist einfach zu dunkel. Von Benefit The Professional Agent Zero Shine. Ich glaube, da gab es auch gar nicht so viele verschiedene Farben von. Ist ganz hübsch. Ne? Du hast hier einen Pinsel unten mit drin. Süß, den du aber niemals waschen kannst. Weil, wie? Das fand ich persönlich ein bisschen crazy. Und dann hier oben halt zum Rausdrehen. Es ist, oder rausbrücken. Bröckeln, kannst du hier den Deckel machen. Es ist mir zu dunkel, es ist mir zu trocken, es macht zu matt, das ist nicht meine Welt. Ich brauch's glowy und ne, das ist halt mehr so meine Welt. Dann habe ich hier von Kiko, der mir aber zu glowy ist, ein Blush aussortiert. Das ist aus der Wonder Woman Limited Edition gewesen. Starlight Blush Athena Strategy, die Strategie von Athene. Ja, er ist zu dunkel, er ist zu glitzernd, schimmernd, das, ne? Wer hätte das gedacht? Dann habe ich einen Nagellack aussortiert, der mir leider meine Fingernägel eingefärbt hat, von Rival de Loop Feel Free. Wunderschöne Farbe,
Wirklich, oh mein Gott, ist die schön, oder? Ja, die Farbe 02, aber der hat mir den Nagel eingefärbt und das brauche ich nicht. Also ich habe immer einen Unterlack drunter, um das halt zu vermeiden, dass meine Nägel eingefärbt werden. Aber der hat es wirklich dadurch geschafft, ne? Krass. Dann habe ich hier einen Augenbrauen-Gel aussortiert, weil das gekippt ist oder abgelaufen ist. Von Lavera Eyebrow Styling Gel. Das ist dieses hier, so ein Klassiker. Und ich habe hier irgendwas... Ich habe hier Kram unter meinem Fingernagel. Und ihr habt das eben wahrscheinlich schon gesehen, ne? Ist abgelaufen, denn Lavera hat hier auch immer MHDs drauf. Und zwar vor exakt einem Jahr. meine Augenbrauen sind mir nicht abgefallen. Was aber... Also jetzt mal im Ernst. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Retinol. It is wie it is, ne? Und es ist so, dass Retinol ja auch was mit dem Gesicht macht, weil du hast ja auch Vitamin A mit dabei, was ja auch quasi eine Säure ist, also eine leicht peelende Wirkung. Was heißt leicht? Eine ziemlich peelende Wirkung. Und es gibt Retinol, was mit meiner Haut super funktioniert. Ich habe da keine... dass meine Haut sich schuppt, dass ich Unreinheiten bekomme oder sonst irgendwas. Dieses hier, was 86 Euro kosten soll, was ich übrigens mal zugeschickt bekommen habe letztens, hat meine Haut so gar nicht gefallen, denn die ist echt eskaliert. Also ich hatte hier und hier ganz schlimme, gerötete, schuppende Stellen. Und nee, also ich habe davor das von Dalton verwendet. Ich weiß nicht, ob ich aktuell einen Code habe oder ob irgendeine meiner Kolleginnen Code hat. Blende ich euch definitiv ein, denn das Retinol von Dalton kann ich euch mega empfehlen. Das Retinol von Biotherm, was ungefähr das Doppelte kostet, wenn nicht sogar noch mehr als das Doppelte, definitiv keine Empfehlung. Blue Retinol Serum Night, auf gar keinen Fall. Also ich weiß auch gar nicht, ob ich das überhaupt weitergeben möchte. Aber vielleicht hängt es ja auch mit meiner sehr sensiblen Haut zusammen, aber eigentlich verträgt meine Haut wirklich Retinol. Ich habe ja schon viel verwendet, ne? Unglaublich. Also das hat mich echt schockiert, muss ich sagen, weil das auch so teuer war. Dann habe ich hier einen Nagellack aussortiert, weil ich hier jetzt eine Alternative habe. Das ist von Trend It Up, Prisma Tip. In der Farbe 040 und ich habe eine Alternative von Rival Loves Me oder Rival de Look gefunden, weiß ich gerade gar nicht, habe ich jetzt auf jeden Fall drauf, mag ich richtig gerne leiden und der hier durfte dann dafür gehen, weil ich brauche keine doppelten Farben. Dann habe ich auch noch hier einen Cream Blush von 123, auch die Marke hat mich leider nicht so überzeugt. You Make Me Blush Cheek Glow. Ich muss halt einfach sagen, dass ich diese Tübchen umständlich finde. Und halt auch nicht so die Farbe großartig feier. Ne? Also da gibt es wirklich andere Cream Blushes oder Liquid Blushes, die ich definitiv besser finde. Dann haben wir hier eine Mascara aussortiert von Hero, die einfach gar nichts macht, die super, super hochpreisig sein soll. Habe ich auch mit euch zusammen, ich glaube, in meinem Fullface Naturkosmetik verwendet. Ne? Verheißungsvolles, krasses Ultra-Bürstchen, aber leider auf meine Augen ungefähr gar kein Effekt. Tragisch, wirklich tragisch. Naja, vielleicht wird er irgendwo anders einen Effekt zaubern, bei mir jedenfalls nicht. Dann habe ich hier einen Lippy von Charlotte Tilbury, Passion Kiss. Den habe ich jetzt einfach aussortiert, habe ich nie verwendet. Ne? Der wird jetzt einfach weiter wandern. Irgendwer wird den großartig finden, hoffe ich, aber er wird halt nicht bei mir bleiben. Cindy isst weiterhin seine Füße auf, weil die einfach gut schmecken scheinbar. Gäsefüße, nam nam nam. Ja, es sind sehr, sehr viele Blushes, denn da war ich sehr rigoros. Von Love habe ich hier Heartful in der Farbe 030, Seductive Flamingo. An sich schöne Farbe, aber ich musste halt, wie gesagt, aussortieren. Und Love ist halt einfach auch so nicht mehr erhältlich und das finde ich immer schade. Und dann muss man halt einfach auch gucken, wenn ich dann Produkte euch auch zeige, dass ihr die dann auch vielleicht einfach nachkaufen könntet, wenn ihr möchtet. Ne? Ähnlich verhält es sich leider auch bei diesen dreien. Ich habe eine davon auch schon an Sarah Isabel weitergegeben. Und zwar diese BH Cosmetics Dinger. Chocolate Strawberry Truffle habe ich hier einmal. Das ist diese hier. Schöne Blushes, wie gesagt, aber ich greife da einfach nicht zu. Vanilla Peach Truffle und Vanilla Cream Truffle. Ich hoffe, dass ich da einfach jemanden finde, der sich darüber freut. Aber da bin ich mir sehr, sehr sicher. Dann ist diese Limited Edition auch nicht ganz so bei mir angekommen. Von Catrice, die... Wild Escape hat mich leider echt enttäuscht, denn ja, ihr habt ja auch gesehen, die Mascara habe ich auch aussortiert. Ich mache übrigens zu solchen Paletten auch Videos auf meinem Zweitkanal, Claudis Bunte Welt, da könnt ihr super gerne vorbeischauen. Das sind dann mal so Kurzvideos von 6-7 Minuten, wo ich dann mal so eine Lidschattenpalette teste, ne? Einen Look mit Schminke. Dieser Look ist, glaube ich, auch bei Claudis Bunte Welt. Ja, ist mit der Be Perfect Stacey Marie Palette geschminkt. Auf jeden Fall, von außen ist die wunderschön, von innen... Naja,
Qualität könnte besser. Ne? Dann habe ich hier noch einen Blush von Love aussortiert. Den ich übrigens behalten habe, ist der in Kooperation mit Letizia Lehmark. Den fand ich sehr gut. Blush mein Blurring Blush in der Farbe 010. Be the Game Changer. Auch das eine wirklich, wirklich, wirklich tolle Geschichte. Sehr subtil, sehr alltagstauglich, sehr, sehr schön. Aber, ne, man muss auch mal irgendwann sich verabschieden können. Dann habe ich hier eine Lidschattenpalette aussortiert, die ich einfach etwas langweilig finde. Shabam, Shabam, Eyeshadow-Palette. Da war halt einfach nur der Name Cool von Corinco. Ist K-Beauty, glaube ich, dann, ne? Aber ja, die ist schon sehr öde, ne? Ja, sowas habe ich halt zuhauf und ich habe wirklich sehr, sehr viele sehr, sehr schöne Paletten. Dann habe ich hier auch noch eine Mascara von Ilia mit am Start. Leider. Limitless Lash Mascara, die leider gar nicht so Limitless auf den Augen war, nämlich gar nicht. Echt schade, wirklich schade. Auch die ein verheißungsvolles, krasses Gummibürstchen. Ich kann gut mit Gummibürstchen und auch mit Kunstfaserbürstchen. Da bin ich ja nicht, also wirklich, ne, kenne ich nichts, vollkommen in Ordnung. Aber die wollte halt nicht bei mir gut performen, ne. Ja, deswegen darf sie mich verlassen. Dann habe ich hier auch von Kiko noch einen Blush am Start. Ich habe so viele Blushes von Kiko, da muss ich auch mal ein bisschen aussortieren. Let's Coral Glow Fusion Powder Blush habe ich hier. Hübsch, ne? Kann man machen. Und dann gibt es hier noch den Face Primer von Urban Decay, den All Nighter. Longwear Foundation Grip Prep Smooth and Perfect. 5 ml sind hier drin. Ich weiß gar nicht, ob ich den überhaupt schon mal verwendet habe. Muss ich mal eben kurz gucken. Nö, sieht nicht so aus. Aber da wird sich sicherlich jemand anders drüber freuen. Da bin ich halt einfach, ne, jetzt ganz entspannt. Urban Decay ist jetzt halt auch nicht mehr so einfach zu bekommen. Das ist auch ein bisschen schwierig. Und ich glaube, du bist das letzte Produkt. Genau, dieses Produkt ist leider auch abgelaufen von Altera Naturkosmetik. Achtet da immer drauf. Da stehen MADs drauf. Das ist aber erst im Juni diesen Jahres abgelaufen. Die Lidschattenbasis mit Bio-Traube und Bio-Weißem Tee, die fand ich eigentlich immer ganz okay. Aber ja, ist jetzt halt einfach abgelaufen und muss deswegen meine Sammlung komplett verlassen. Ja, es war wieder einiges, Leute. Einiges, was dann auch tatsächlich an die Kanalmitglieder weitergeben wird. Geht's dir gut? Ich glaube, er hat gemerkt, dass sein Fuß doch nicht so lecker schmeckt. Und einiges, was dann in Trash-Pakete und so weiter weitergegeben wird. Ja, jetzt mache ich meinen Freund glücklich und werde endlich runterkommen, dass wir was essen können. Und dann wäre es das hier auch gewesen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir super gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.